Seelische Erkrankungen sind keine Krankheiten. Sie sind Symptome. Sie sind Langzeitfolgen unseres Lebensstils. Unsere Gesellschaft scheint sich allerdings darauf geeinigt zu haben, diese Folgen für die Ursache zu halten. Das ist ein ganz gefährliches Missverständnis, weil es die Frage nach der eigentlichen Ursache ersetzt. Und zwar durch die Frage, wie man ihre Symptome abmildert. Wir behandeln die eigentliche Krankheit mit Schmerzmitteln. Wenn man zum Beispiel eine Krebserkrankung ausschließlich mit Schmerzmitteln behandelt, maskiert man ja nur ihre Folgen, während der Krebs weiterhin wächst. Langsam sollten wir uns klar machen, woraus denn da so viel Einsamkeit, Unsicherheit, Selbstzweifel, Angst und Stress entsteht, dass immer mehr Menschen in dieser Gesellschaft unter den unterschiedlichsten Ausprägungen depressiver Störungen leiden. Die meisten seelischen Erkrankungen entstehen nicht, weil der Verstand nicht richtig funktioniert. Sie entstehen durch gesellschaftliche Zustände, auf die unser Verstand reagiert.